draußen heute Abend. Hallo? Ich glaube, jetzt müsste es funktionieren. Also nochmal herzliches Willkommen zum heutigen Thema antibiotika-assoziierte Diarrhoe. Wie kann man vorbeugen und wie kann man nach einer Antibiose auch die Darmgesundheit wieder aufbauen? Ich freue mich sehr, dass Sie heute eingeschaltet haben. Dieses Thema ist für mich auch ein persönliches Thema, weil ich selber mal nach einer Antibiose-Therapie eigentlich ein halbes Jahr später dermaßen unter Nahrungsunverträglichkeiten gelitten habe, an die 56 Stück Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Kartoffeln oder Karotten, die ich irgendwann nicht mehr essen konnte und die ich durch einen Bluttest erst überhaupt mal eruiert haben konnte, um die dann ausschalten zu müssen. Und ich habe mich ein Jahr lang kohlenhydratfrei oder so gut wie kohlenhydratfrei ernähren müssen. Und die ganzen 56 Nahrungsmittel habe ich aus meinem Plan, aus meinem Lebensmittelplan ausstreichen müssen, damit ich mich wieder gesund fühle. Und es hat wirklich sehr lange gedauert. Und deswegen ist es ein sehr persönliches Thema, was ich hier Ihnen heute gerne näher bringen möchte. Es ist nämlich ein sehr wichtiges Thema, denn Antibiose wird heute viel zu lax gehandhabt und viel zu häufig angewandt, auch vor allen Dingen dann, wenn man es eigentlich gar nicht bräuchte. Wenn Sie Fragen haben, können Sie diese gerne in den Chat stellen oder Sie können warten bis zum Schluss und dann können wir sie gemeinsam beantworten. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn Sie rege dabei sind und mich auch gerne an Anschluss danach noch sprechen möchten. So, geht wieder nicht, warum auch immer. So. Wir behandeln heute das Thema Mikrobiom, weil das natürlich in Mitleidenschaft gezogen wird bei einer Antibiotikatherapie. Dann, was ist eigentlich ein Antibiotikum, beziehungsweise welche Auswirkungen hat dieses Antibiotikum und welche Maßnahmen und zur Prophylaxe können wir tatsächlich bei einer Antibiotikatherapie einsetzen. Natürliche Therapiemöglichkeiten möchte ich Ihnen an die Hand geben und Alternativen zur synthetischen Antibiotikatherapie. Ja, der Darm ist, wie Sie alle wissen, ein sehr dynamisches Ökosystem. Das heißt, es ist im Grunde sehr davon abhängig, was Sie tagtäglich zu sich nehmen an Nahrungsmitteln, aber auch was Sie trinken und was Sie inhalieren. Also zum Beispiel, ob Sie Raucher sind oder ob Sie irgendwelche Drogen inhalieren, weil all dies wirkt sich auf unser Darmmikrobiom aus. Und bereits vor 6 Jahren wurde in Geo auf Mikrobenjagd gegangen, sozusagen. Ja, und da wurde untersucht, was die einzige kleinste Bevölkerung, die noch sehr natürlich heutzutage lebt, das sind von den, glaube ich, 3000 Hadza, nur noch 200, die sich wirklich absolut als Jäger und Sammler ernähren. Und da hat man eben festgestellt, dass je nachdem, wie sie sich gerade ernähren, also was gerade die Natur bringt an Nahrungsmitteln, sich auch das Mikrobiom, das gastrointestinale Mikrobiom verändert. Das heißt, diese Hadza kennen bis heute noch keine Diabetes, kein metabolisches Syndrom und all diese Folgeerkrankungen, die wir heute kennen. Auf das basierend gehen wir mal kurz auf unser Mikrobiota, das heißt die Summe aller Bakterien, Pilze und Viren, die wir eigentlich in unserem Gastrointestinaltrakt beherbergen. Die machen insgesamt zwischen 1 und 2,5 Kilogramm an Lebendgewicht aus und machen ungefähr 60% bis 70% unseres Stuhlganges aus, also die Abfallprodukte der Bakterien. Und wenn Sie sich das mal hier anschauen, ich gehe jetzt mal durch den Laserpointer hier durch, wir kommen hier durch den Magen, Magenpylorus, gehen dann in den 12-Fingerdarm, in den Dünndarm und schließlich in den Dickdarm, da erkennen Sie je nach Farbe und auch Dichte dieser einzelnen Farbfragmente, dass wir hier unterschiedliche Bakterien haben. Das ist ganz wichtig, auch für eine prophylaktische Maßnahme, zum Beispiel während einer Antibiotikatherapie oder auch danach, zu schauen, was haben wir tatsächlich für Bakterien in den jeweiligen Abschnitten unseres Gastrointestinaltraktes. Ja.
Das bedeutet auch, wie häufig gehen Sie tatsächlich auf Toilette, um zum Beispiel all das, was hier durchrauscht, irgendwann auch mal zu entleeren. Sie wissen auch, dass die Darmoberfläche sehr wichtig ist, das heißt die Dünndarmoberfläche mit den verschiedenen Darmzotten, die bis zu einem Fußballfeld großes Oberflächenmaterial im Grunde als Resorptionsmaterial gesund erhalten sein muss, damit überhaupt unsere Nahrung aufgenommen werden kann. Ich wollte Ihnen hier mal einen Überblick geben, dass man nicht vergisst, neben dem gastrointestinalen Mikrobiom gibt es natürlich auch Mikrobiom, also das heißt die Summe aller Bakterien, die wir je nach Locus unterscheiden können. Wenn Sie es jetzt hier mal anschauen, dann haben wir hier so verschiedene Bakterienstämme, wie zum Beispiel die Actinobakterien oder die Firmicuten, die Proteobakterien oder auch die Bacteroidetes, die sehr wichtig sind, Cyanobakterien und so weiter. Und wenn Sie mal schauen, wie hier die Zusammensetzung zum Beispiel im vaginalen Bereich ist, ja, da haben wir hauptsächlich doch zu fast zwei Drittel Firmicuten. Entsprechend anders sieht es aus bei den Haaren oder zum Beispiel im Mund, Nachen, Rachen- und Nasenraum. Genauso wie wenn Sie zum Beispiel mal in den Ösophagus runterschauen oder in den Magen. Da haben Sie fast nur Proteobakterien. Ja, das ist mal der Überblick, den ich Ihnen geben wollte zu dem Thema, wie sieht unser Mikrobiom aus verschiedenen Sichten aus. Aber jetzt gehen wir mal rüber dahin, was ist unser Darmmikrobiom oder Darmmikrobiota? Also Bios heißt ja griechisch das Leben. Und zum Verständnis, Biota ist eigentlich die Fülle aller Bakterienspezies, die wir eben in dem Bereich Dünndarm und Dickdarm zusammenfassen. Und da sehen Sie, wir haben hier eben fakultativ Anaerobe, das heißt diejenigen, die ohne Sauerstoff dort leben, aber auch Obligat-Anaerobe, die grundsätzlich immer nur unter Sauerstoffabschluss leben können. Und je nachdem, wo wir eben uns befinden, haben wir eben mehr Sauerstoff oder weniger Sauerstoff und haben entsprechend auch unterschiedliche Darmbakterien. Diese Darmbakterien werden unter anderem beeinträchtigt durch ungesunde Ernährung. Das haben wir ja bei dem ersten Bild schon gesehen, je nachdem, wie ich mich ernähre. Aber auch, und das ist unser heutiges Thema, ob ich Antibiotika einnehme, Antibios gegen das Leben, gebildete Substanzen, die ursprünglich tatsächlich Bakterien entwickelt haben, die sie nach wie vor noch entwickeln, um sich gegen andere Bakterien zu schützen. Also Antibiotika, das Penicillin, das circa vor 70 Jahren entwickelt worden war, durch Zufall entdeckt worden war, muss man eher sagen, ist nichts anderes als ein Schutz eines Bakteriums gegenüber anderen Bakterien. Und das machen wir uns zunutze. Andere Beeinträchtigungen des Mikrobioms sind aber auch pathogene Keime. Ja, das sind also zum Beispiel andere Bakterien oder auch Parasiten, virale Art oder auch Einzeller und so weiter. Aber auch verschiedenste Darmkrankheiten, die auch natürlich unser Mikrobiom wie zum Beispiel Krebs und so weiter beeinträchtigen, beziehungsweise umgekehrt auch das Mikrobiom kann zu solchen Darmerkrankungen führen, wenn wir hier eine unterschiedliche Darmfehlbesiedlung haben, die irgendwann zu einer Entzündung führt. Aber darüber komme ich später noch zu sprechen. Wir haben verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Möglichkeiten, wenn ein Mikrobiom des Darmes nicht mehr richtig funktioniert. Es kann bis zu einer Transplantation gehen. Ja, wenn wir zum Beispiel den Krankenhauskeim Clostridium difficile haben, der sehr, sehr schwer ja, sagen wir mal, zu bekämpfen ist, gibt es mittlerweile auch die Möglichkeit, Stuhltransplantation zu machen. Das macht man dann mit gesundem Stuhl, der aufgereinigt wird und als Kapseln zum Beispiel dann eingenommen werden kann. Grundsätzlich unterscheidet man vier Hauptstämme, wenn wir jetzt mal das Erwachsenenalter anschauen. Auf Kinder und Neugeborene kann ich jetzt im Rahmen dieses Vortrages nicht eingehen, weil die sich da auch nochmal unterscheiden von denen, ob wir eine Kaiserschnittgeburt haben oder eine natürliche Geburt. Dazu darf ich gerne verweisen auf mein Webinar zum Thema Gestationsdiabetes
und auch zu dem Webinar zum Thema das Mikrobiom an sich, wo ich da auch mal nochmal auf die neugeborenen Mikrobiota eingehe oder auch die, wie sich verändert im Kindesalter. Auf jeden Fall, die Erwachsenen haben so Hauptdominanz von 4 Bakterienstämmen. Das sind eben diese Bacteroidetes. Davon sind hauptsächlich fast 90% zu der Ordnung gehörende Bacteroides. Dann haben wir diese Proteobakterien, wo ich Ihnen gezeigt hatte, die sich hauptsächlich auch im Magenbereich befinden. Dann haben wir diese Actinobakterien, da kennen Sie wahrscheinlich die Bifidobakterien, die wir hier auch als die sogenannten guten Bakterien dargestellt sehen. Genauso wie aber auch die Lactobacillen, die Miserobakterien, die Sie hier sehen. Oder eben zu den Proteobakterien gehören auch die Escherichia coli. Und dann haben wir hier natürlich auch noch den Stamm der Firmicuten, der je nachdem sich, sage ich jetzt mal ganz banal gesagt, je nachdem wie die Zusammensetzung der Bakterien im Gastrointestinaltrakt aussieht, entweder sich negativ auswirken kann. Deswegen findet man hier zum Beispiel den Clostridium difficile Keimling, das ist eben dieser besagte Krankenhauskeim, von dem ich gerade sprach, der gehört eben zu diesen Firmicuten. Aber je nachdem kann der eben auch wichtig sein für den Körper. Aber grundsätzlich, Difficile ist, wenn er Überhand nimmt, lebensgefährlich, ist sogar tödlich. Wenn wir uns die Funktionen unserer Darmbakterien mal anschauen, dann haben wir hier im Grunde mehrere Funktionen zusammengesetzt. Einmal insbesondere haben sie auch den Stoffwechsel wichtige Einflüsse, nämlich sie bilden zum Beispiel Vitamin K, sie bilden zum Beispiel Vitamin B12, sie machen aber auch bestimmte Aminosäuren, sie transformieren auch bestimmte Gallensäurenreste, eben damit sie dann entsprechend auch ausgeschieden werden können. Sie verdauen die sogenannten Faserstoffe oder Ballaststoffe. Zum Beispiel die Dickmacherbakterien machen das sehr gern, zu denen auch die Firmicuten wiederum gehören. Die machen das dann hauptsächlich im Dickdarm, wenn sie dort Überhand nehmen. Ja, und wenn also da schon eine Darmfehlbesiedlung stattfindet, dann kann dies tatsächlich passieren. Aber sie bauen auch sonst kurzkettige Fettsäuren um, wie zum Beispiel die Buttersäure oder Butyratsäure genannt oder auch Propionsäure, Propiat genannt. Das sind alles kurzkettige Fettsäuren, die sehr, sehr wichtig sind für uns. Die können auch als Futter für andere wichtige Bakterien dienen. Aber dazu möchte ich Sie verweisen auf das andere Webinar. Das wäre jetzt zu ausführlich. Aber grundsätzlich kann man sagen, dass die Mikrobiota in unserem Darm auch Schutzfunktion haben gegenüber eben schlechten Darmbakterien, also Darmbakterien, die für uns eher schädlich sind. Denn die gesunden Darmbakterien, und ich zeige Ihnen nachher gleich noch ein elektronenmikroskopisches Bild, die haben so eine Art Kolonisationsresistenz. Das heißt, sie sind sehr dicht, wie so ein dichter grüner Rasen. Ja, wir sehen sie sozusagen unsere Darmwand. Und damit schützen sie uns vor pathogenen Bakterien und pathogenen Keimen. Sie sekretieren aber eben auch SIGA bzw. auch inflammatorische Zytokine, je nachdem, ob wir hier schlechte Bakterienzusammensetzung haben oder eben auch gute. Also das heißt, sie haben hier auch eine Schutzfunktion bezüglich des Immunsystems, weil hier sind so ungefähr 80% unserer Immunzellen angesiedelt, die eben auch wichtig sind für die Ausbildung einer Barriere gegenüber Pathogenen. Dann haben wir auch noch die Zellfunktion, das heißt, hier wird wirklich auch die Darmzotten und die Mikrovaskularisation ausgebildet. Hier finden wir durch das, was wir hier herstellen, diese Bakterien, also die kurzkettigen Fettsäuren, die wirken für uns auch für die Darmzotten als Energiequelle, um zum Beispiel auch die Tight Junctions auszubilden und grundsätzlich aber auch die Schleimschicht der Darmwand auszubilden. Denn ohne Schleimschicht keine Schutzschicht. Das heißt, wenn wir jetzt eine gesunde Darmmikrobiota anschauen, was macht denn tatsächlich unsere Antibiose bei
einer gesunden Mikrobiota. Zunächst mal der Hinweis, dass sie ja schon seit ungefähr 70 Jahren angewandt werden. Ich sage das deswegen, weil natürlich auch das Mikrobiom der Mutter bei der Geburt sehr wichtig ist für das Geborene, das Neugeborene. Und wir haben eben schon seit 70 Jahren Antibiotikatherapien auf dem Markt. Das heißt, auch die Menschen, die bislang mit Antibiotika schon behandelt worden sind, haben womöglich eine geringere Diversität ihres Mikrobioms. Ja, das muss man einfach auch schon mal sehen. Ja, und wenn wir jetzt vor 100 oder 200 Jahren zurückgingen, da haben wir mit Sicherheit noch eine viel höhere Diversität der Mikrobiota gehabt als heutzutage. Und das natürlich wirkt sich von Generation zu Generation aus, immer wieder weitergegeben. Die Diversität nimmt immer mehr ab. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man, wenn man Antibiotikatherapie macht, dass man schaut, dass man diese Diversität baldmöglichst aufbaut, beziehungsweise schaut, dass sie gar nicht erst eingeschränkt wird. Wenn man sich überlegt, dass allein vor 6 Jahren 31 Millionen Mal ein Rezept über die Apothekertischdecke, so Tischdecke sozusagen, ging, ja. Allein Breitbandantibiotika, also Antibiotika, die gegen alle möglichen Bakterien wirken, dann ist das schon eine ganz schöne Zahl, die natürlich ja mit Sicherheit auch ihre Konsequenzen hat. Das Schlimme eigentlich ist, dass wenn wir uns mal die Häufigkeitsverteilung, also wem die Antibiotika tatsächlich gegeben werden, anschauen, dann können wir hier sehen, habe ich hier mal dick gemacht mit diesem roten Pfeil, dass die Neugeborenen bis zu 4-Jährigen eigentlich hauptsächlich die Daily Defined Dosis, als das hier, also praktisch die Antibiotika verschrieben bekommen. Das heißt, fast 70% der Kinder im Alter von unter 5 Jahren im Laufe des Jahres 2010, ist das hier abgebildet worden, haben ein Antibiotikum erhalten. Das heißt, dieser Wert ist etwa doppelt so hoch wie bei den anderen Altersgruppen. Und das finde ich sehr erschreckend, muss ich sagen, denn wenn wir wissen, dass in den ersten 1 bis 2 Jahren eigentlich das Mikrobiom mit den 4 Hauptstämmen, die ich Ihnen vorhin zeigte, aufgebaut wird und wir hier schon mit Antibiotika die sich gerade aufbauende Darmmikrobiota kaputt machen, dann können Sie sich vorstellen, wie das, was das für Folgen haben kann für die Kleinkinder und später für die Erwachsenen. Also, wann gibt man normalerweise heutzutage Antibiotika? Normalerweise bei akuten Atemwegserkrankungen der oberen Atemwege, wie zum Beispiel Mandel-, Rachen- und Nebenhöhlenentzündungen, aber auch bei akuten Infekten der unteren Atemwege, wie zum Beispiel bei einer Bronchitis oder bei einer Bronchiolitis, bei Lungenentzündungen. Aber auch wenn wir zum Beispiel Blasentzündungen immer wiederkehrender Art haben, dann gibt man hier sehr gerne Antibiose. Zum Beispiel aber auch bei Zahn-OPs oder wenn man eine Herz-OP bekommt, gibt man das schon per Infusion als Prophylaxe oder auch während der eigentlichen OP schon bereits. Oder zum Beispiel, wenn man eine Prothese, Prothesenersatz, das meine ich hier mit Knochen, also wenn man Implantatersatz hat, dann wird man schon mal prophylaktisch mit Antibiotika behandelt. Welche Kontraindikationen gibt es? Und das ist sehr wichtig, dass man sich das nochmal klar vor Augen führt, denn häufig werden tatsächlich Antibiotika verabreicht bei einer Grippe. Aber die Grippe ist eigentlich eine Virusinfektion. Genauso wie viele grippale Erkältungen eine Virusinfektion zugrunde liegen. Und das heißt, hier sollte man nie Antibiotika geben. Genauso wenig wie bei einer Pilzinfektion. Dennoch gibt es sehr viele Ärzte, die sowas machen. Nicht wissend oder weil sie vielleicht denken, dass da nochmal eine Superinfektion obendrauf sitzt, was natürlich auch der Fall sein kann. Ja.
wenn man eine Virusinfektion hat, ist der Körper ja schon sehr geschwächt und vielleicht geben sie als Prophylaxe, aber im Endeffekt sollte man bei diesen Indikationen nie ein Antibiotikum geben. Dann kommt noch dazu, und das wissen Sie mit Sicherheit alle, dass wir Antibiotika natürlich als Überbleibsel der Tiermast im tierischen Protein wiederfinden. Also da müsste man wirklich darauf achten, woher unser tierisches Protein kommt, sei das jetzt vom Rind oder vom Schwein, das heißt auch von Fischen. Die werden heute alle behandelt. Früher hat man sie ja sehr gerne zur Mast genommen, die Antibiotika, ja, weil man weiß, dass Antibiotika dick machen, also mästen. Seit 3 Jahren ungefähr, seit 2018, ja, sind fast ja, 3, 4 Jahre mittlerweile, ist es zwar in Deutschland verboten worden, Antibiotika zur Tiermast einzusetzen, aber die Tiere werden ja nicht, die leben ja weiter, dennoch. Also es gibt ja Tiere, die nach wie vor, nach 2018 bis heute noch leben und natürlich ihre Antibiotika-Einflüsse mit in ihrem Fleisch sozusagen mit auf den Teller bringen. Indirekt betrachtet müssen sie einfach darauf achten, woher sie ihr Fleisch holen, woher sie ihre Fische holen oder auch woher sie ihre Eier holen, denn die Nahrungskette bringt die Antibiotika wieder auf den Tisch. Oder aber eben auch über das Grundwasser, welches zum Beispiel bei der Tierhaltung durchaus nicht gesäubert ist und dann eben irgendwann als Trinkwasser bei uns landet. Dann gibt es aber auch Lebensmittel, die mit Antibiotika behandelt werden. Ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das wäre nochmal ein ausführliches Webinar diesbezüglich, aber da müsste man einfach auch mal schauen, was hinten drauf steht auf einem Beipack. Zettel oder auf der eingeschweißten Folie. Denn das Problem ist tatsächlich nicht nur, dass Antibiotika unser Mikrobiom kaputt machen, darüber werde ich gleich noch berichten, sondern dass wir natürlich auch das Problem der Resistenzbildung mittlerweile so stark ausgeprägt haben, weil eben bis eben 2018 Antibiotika die gleichen bei Mensch wie bei Tier angewandt worden sind. Und ich habe sie hier rot markiert, welche das noch bis 2018 tatsächlich der Fall war, nämlich diese Makrolide und diese anderen zwei hier. Das heißt, wir kriegen eine Resistenzbildung allein durch die Aufnahme von Fleisch aus Tierzucht oder von Tieren, die eben bis dahin noch mit solchen Antibiotika behandelt worden waren. Also das muss man einfach auch mit berücksichtigen. Dann sollte man, wenn wir jetzt mal auf die Antibiotikatherapie eigentlich eingeht, auch mal schauen, welche Art von Antibiotika man tatsächlich nimmt oder bekommt. Je nachdem, welchen Typus Antibiotikum wir haben, greift er eben an verschiedenen Stellen eines Bakteriums an und kann weniger oder stärker sich auf das Mikrobiom auswirken. Dann ist es wichtig zu wissen, haben wir nur Einzeldosen oder kriegen wir einen Cocktail, also an verschiedenen Antibiotika, also zum Beispiel die Breitbandantibiotika, oder haben wir vorher schon ein Antibiogramm gemacht, dass wir schauen, okay, wir gehen ganz gezielt gegen ein Bakterium vor, wo man dann wirklich ein individuelles Antibiotikum geben kann. Dann ist es auch wichtig, ob man es oral einnimmt. Oral geht natürlich immer über den Gastrointestinaltrakt und stört natürlich immer sowohl, sage jetzt mal, die gesunden als auch die weniger guten Bakterien bei uns, also die wir eigentlich die Antibiotika einnehmen. Während IV es nicht so stark Einwirkung hat, dann ist natürlich wichtig, ob wir das nur 5 Tage nehmen oder 2 Wochen oder 6 Wochen oder wie es zum Beispiel bei rezidivierenden Blaseninfektionen gerne mal regelmäßig gegeben wird. Also ich kenne Frauen, die haben bis zu 6 Mal eine Antibiose im Jahr. Das ist schon wirklich sehr häufig und dann auch noch über einen längeren Zeitraum. Also die Frequenz der Antibiose pro Jahr muss man hier eigentlich auch noch mit reinbringen. Und natürlich, wie hoch die Antibiotika-Dosis eigentlich ist. Und dann ist ganz wichtig auch zu wissen, ist denn mein Mikrobiom eigentlich noch, sage ich jetzt mal, intakt, bevor ich überhaupt zum ersten Mal mein Antibiotikum bekomme, aus welchen Gründen auch immer, oder hat mein Mikrobiom bereits schon Resistenzen aufzuweisen? Ja, weil ich zum Beispiel das auch durch meine Mutter bekommen habe und der Sohn durch seine Mutter bekommen hat. Weil wir bekommen das Mikrobiom unserer Mutter bei der Geburt mit, das ist einfach ganz klar.
Ja, und was interessant ist, es gibt auch Wechselwirkungen zwischen unseren Haustieren, wie zum Beispiel Hunden, ja, die natürlich auch, je nachdem, wie sie, sag jetzt mal, ernährt werden, auch schon Resistenzen aufweisen können. Deren Mikrobiom übernehmen wir zum Beispiel auch, indem wir sie streicheln oder manche Menschen küssen ja auch ihre Tiere. Viele sogar auf den Mund oder die Tiere schlecken sich und man streichelt das Fell und man kommt damit immer in Kontakt auch mit dem tierischen Mikrobiom. Man weiß wirklich, dass es da auch Wechselwirkungen gibt. Und man weiß auch, dass es natürlich Wechselwirkungen gibt zwischen den einzelnen Menschen, mit denen man sich umgibt und mit denen man sehr nahen Körperkontakt hat, wo man zum Beispiel sich über den Speichel auch austauscht. Also auch da ist es interessant, dass wenn zum Beispiel mein Partner in Anführungszeichen jetzt meine Antibiose macht und ich bin mit ihm täglich zusammen und ja, wir haben dann auch einen Austausch, einen sehr intensiven, dann könnte ich mich theoretisch auch mit einer veränderten Mikrobiota versehen. Also ich sage jetzt nicht bewusst infizieren, sondern der Austausch ist einfach da. Ja, das muss man einfach auch hier mit berücksichtigen, wie gut man eben mit einer Antibiose zurechtkommt, weil ich noch ein sehr gutes, intaktes Mikrobiom habe oder eben nicht. Das heißt, was sind eigentlich so die herkömmlich bekannten Folgen einer Antibiotikatherapie, sprich einer Antibiose? Das ist zunächst einmal, wenn wir uns hier nochmal diese sehr dichte Keimbesiedlung der gesunden Darmbakterien anschauen, ein Kollateralschaden im Dünndarm, der da stattfindet. Immer abhängig davon, von den Faktoren, die ich gerade eben nannte, okay, wie häufig gebe ich das, wie stark ist mein Antibiotikum und so weiter. Faktum ist auf jeden Fall, dieser kleine, dicht besiedelte grüne Rasen, ich nenne es mal grünen Rasen, der wird jetzt sozusagen beschädigt. Es werden Löcher reingedellt über ein Antibiotikum. Und was passiert? Wieder als Bild betrachtet, Moos setzt sich da an. Ja? Und mein schöner, grüner, dichter Rasen wird plötzlich unruhig vom Aussehen. Das heißt, wir haben hier unterschiedliche plötzliche Keime, die wir hier gar nicht haben sollten, irgendwelche Kokken zum Beispiel oder Stäbchenbakterien. Und Sie sehen selber, das sind regelrechte Krater, die hier entstanden sind. Also der sogenannte Kolonisationsschutz einer gesunden Darm-Mikrobiota ist eigentlich aufgehoben. Und es entstehen Besiedlungen durch folgendes Keime. Das kann sich eben von Dünndarm bis zum Dickdarm durchreichen. Und es ist natürlich wichtig, dass man hier gegen vorgeht. Denn wir haben nicht nur eine Reduktion der Diversität, die ich schon zu Beginn angesprochen habe. Das heißt, es gibt nur noch wenige verschiedene Bakterienstämme, sondern wir haben auch eine Verminderung der einzelnen Bakterien pro Stamm. Das muss man auch sehen. Und hier habe ich Ihnen nochmal aufgezeigt anhand einer sehr schönen ja, Grafik, dass bereits ab der Geburt, wo ich Ihnen vorher gesagt habe, zwischen 0 und 4 Jahren werden die meisten Antibiotika verschrieben in Deutschland, haben wir bereits hier, wenn hier schon mal eine Antibiose durchgeführt wurde, ein erhöhtes Risiko für Infektionen, für atope Erkrankungen wie Asthma oder auch Heuschnupfen oder auch Neurodermitis, ja, oder eben auch Typ-1-Diabetes. Und man kann sagen, dass man pro Antibiose an die 10% der Diversität unseres Mikrobioms reduziert. Das heißt, hier, wo ich geboren werde, in Anführungszeichen, habe ich ja noch gar keinen oder so gut wie noch keins. Also man weiß, dass die Plazenta auch ein Mikrobiom hat, das weiß man mittlerweile. Also wir kommen nicht steril auf die Welt. Dennoch, und wir wissen auch, dass wir so Probiotika in der Muttermilch haben, trotzdem haben wir noch kein und vollständig ausgeprägtes Mikrobiom. Und wenn wir hier einfach schon mal eine Antibiose reinhämmern, dann ja, hat es Konsequenzen bis ins Erwachsenenleben. Ja? Und man hat hier zum Beispiel erkannt, wenn wir das mikrobielle Biom oder die Diversität sozusagen von unserem Mikrobiom herabsetzen und auch die Resistenzgene erhöhen durch ständige Antibiotikagabe, haben wir auch hier eben ein erhöhtes Risiko für diesen Krankenhauskeim, nenne ich ihn mal, diesen Clostridium difficile Keim.
diesen lebensbedrohlichen. Und wir haben auch hier eine erhöhte Typ-2-Ausbildung, wenn wir zu häufig und zu früh Antibiose geben. Das nächste Problem ist, dass wir sehr, sehr lange brauchen, wenn wir ein Antibiotikum gegeben haben, ohne das mit einem Probiotikum, und da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, abzupuffern. Also ich habe hier mal so ein paar interessante Studien zusammengesetzt, wo ich Ihnen mal zeigen kann, dass sogar selbst nach, also zwischen 6 Monaten noch keine Regeneration nachweisbar war, wo wir immer noch akute und chronische Erkrankungen nachgewiesen bekommen, ja, bis zu 4 Jahre danach wir immer noch schwere Störungen der Darmmikrobiota haben. Und zwar teilweise drastische Veränderungen nach Antibiotikatherapien, wo wir eine sehr, sehr langsame Regeneration der Darmmikrobiota haben. Und das ist ganz wichtig. Man weiß heute, dass man eigentlich, je mehr Antibiotika man nimmt und zu sich genommen hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man die alte Mikrobiota, also die alte Zusammensetzung, die noch vor der allerersten Antibiotikatherapie man hatte, die nie wieder mehr bekommt. Also man kann sie nicht mehr zu 100% zurück regenerieren durch Probiotikagabe, wenn man es erst im Anschluss macht. Das ist sehr wichtig, dass man das weiß. Im Übrigen ist das für mich ein Grund gewesen, weil ich so stark unter dieser oder nach dieser Antibiose gelitten habe, dass ich nochmal Ernährungswissenschaften studiert habe, weil mir tatsächlich kein Arzt helfen konnte. Ich habe nämlich einen angeblichen Helicobacter mal mit einer heftigen Antibiotikatherapie behandelt bekommen. Ja. Und ein halbes Jahr später fing es an mit Herzrhythmusstörungen, mit Blähungen, mit Völlegefühl. Ich sage es Ihnen, wie es war, fürchterlichste Schmerzen und ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Es lag ein halbes Jahr zurück, die Antibiose. Und ich sage es Ihnen jetzt deswegen an dieser Stelle, oftmals gibt es dann eben auch diese Antibiotika, also zu ihrer Diarrhö, die ich gleich zu sprechen komme, erst nach vielen Wochen. Den muss nicht gleich sofort kommen. Ja? Oder auch diese ganzen Problematiken, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, mit starken Bauchschmerzen, Blähungen und so weiter, können sich erst viele Monate später auswirken, weil natürlich diese Darm-Mikrobiota-Veränderung sich über die Zeit hin auch auswirkt. Aber an diesem Punkt möchte ich einfach mal ansetzen, dass wir auch bei Kindern eben diesen massiven Einsatz von Breitbandantibiotika im ersten Lebensjahr schon über sich ergehen lassen müssen, eben ganz direkt mit der Entwicklung von diesen atopischen Erkrankungen zu rechnen haben. Und da möchte ich einfach mal darauf hinweisen. Und insbesondere noch umso mehr, nämlich bis zu einer 8-mal höheren Wahrscheinlichkeit dieser atopischen Erkrankungen zu bekommen, wenn sie zusätzlich auch noch mit dem Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind. Denn wir verdrängen durch unsere Antibiotikatherapie die guten Darmbakterien und bekommen einfach solche Löcher. Wir haben also eine Verschiebung der Mikrobiota, das nennt man eben auch Dysbiose, mit sehr langen Regenerationszeiten zum Teil, je nachdem, wie gut man sich danach ernährt und eben was man macht während der Antibiose. Wir haben in 15-25% diese sehr starken Durchfälle, die man eben auch Antibiotika-assoziierte AAD-Diarrhö nennt, die eben in 10% der Fälle von diesen schlimmen Krankenhauskeimen, plus Infizite, herrühren. Und auch wenn das dann mal vorbei ist mit diesen Durchfällen, man eine erhöhte Infektionsrate hat, später sich wieder mit diesem gleichen Keim entweder anzustecken, wenn man zum Beispiel mal, weiß noch nicht, ins Krankenhaus kommt, oder wenn man wieder mal eine Antibiose bekommt, dann erhöht sich nämlich die Anzahl dieses Clostridiums, was ja vorliegt sowieso. Und dann haben wir eben auch die Problematik, dass wir Entzündungen des Kolons bekommen, hämorrhagische Colitis bekommen können und im Nachgang, habe ich ja erzählt, vorhin schon mit dem Thema Resistenzbildung, dass wir dann irgendwann, wenn wir es wirklich mal brauchen, wenn wir mal eine Antibiose brauchen,
plötzlich keine Antibiose mehr hilft. Und in dem Zusammenhang muss ich mir an diesem Punkt tatsächlich auch was Trauriges sagen. Mein lieber Nachbar über mir ist wahrhaftig wegen einer ganz einfachen Infektion bakterieller Art vor kurzem verstorben, weil er offensichtlich eine Resistenz hatte und kein Antibiotikum anschlug, das man ihm gegeben hatte bei uns hier in der Uniklinik in Freiburg. Ja, schlimmes Thema, die Resistenzbildung auf jeden Fall. Dann haben wir gesagt, Antibiotikatherapie kann eben auch atopische Erkrankungen im Nachgang auslösen, aber auch diese ganzen chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Dann habe ich gesagt, Übergewicht, deswegen nimmt man das ja gerne auch zur Mast und hier, das ist bei uns Menschen nicht anders, bis zur Fettleibigkeit, der Adipositas, bis zu neurologischen Erkrankungen, denn wir wissen ja, dass unser Mikrobiom, also die Mikrobiota und die Stoffwechselprodukte unserer Darmbakterien, die Metaboliten mit dem Hirn kommunizieren können. Und wir wissen, und da kann ich auch nochmal auf ein Webinar zum Thema Depression, Burnout hinweisen, wo ich auch nochmal auf Mikrobiom eingehe, wie eben die Wechselwirkungen eines kranken Darms und eines entzündeten Gehirns zu einer Depression führen können. Aber eben auch ADHS oder ADS-Syndrome können natürlich auch hier den Ursprung haben in einer Verschiebung des Mikrobioms im Darm. Wenn wir jetzt nur mal eine normale Dysbiose anschauen, also die ist keine so heftigen Folgeerkrankungen nach einer Antibiotikatherapie bekommen, dann haben wir hier häufig, wie ich selber ja von meinem Fall erzählte, Blähungen, Verstopfungen, Völlegefühl, natürlich auch ein Durchfall, nicht so heftig jetzt wie bei diesem Antibiotika-assoziierten Durchfall, aber dennoch immer wieder mal Wechsel zwischen weichem Stuhl, flüssigem Stuhl zu hartem Stuhl. Also offensichtlich stimmt da was nicht. Aber auch starke Müdigkeit, Kopfschmerzen bis hin zur Migräne, aufgrund natürlich des entzündeten Darmes, der dann auch relativ starke Permeabilitätsschwankungen hat. Das heißt, hier können auch zum Beispiel Polysaccharide von den Bakterien, also die Oberflächenproteine der Bakterien, plötzlich durch die Darmwand hindurch ins Blut kommen. Und das Ganze muss in der Leber entgiftet werden. Und das führt dann irgendwann zu Kopfschmerzen, zu starken Vergiftungserscheinungen wie Migräne, aber eben auch typisch die Leber zeigt sich ja, wenn sie überfordert ist, durch Hautjuckung und Juckreiz, Rötung der Haut, allergische Reaktionen der Haut. Bis hin zu Pilzinfektionen aller Arten von Schleimhäuten. Also gerade auch eine Dysbiose im Darm sollte man eben immer überprüfen, wenn wir zum Beispiel Frauen haben, die häufige Blasenentzündungen haben, Harndicksentzündungen haben, weil natürlich, wenn das Mikrobiom im Darm nicht funktioniert, sich das immer auch auf die anderen Schleimhäute auswirkt. Da können wir dann zum Beispiel Pilze ansehen oder eben auch dort Fehlbesiedlungen der Bakterien vor Ort stattfinden. Jetzt aber zum eigentlichen Thema antibiotika-assoziierte Diarrhoe. Ja, bis zu jedem zweiten Patienten ist das eigentlich die häufigste Problematik bei einer Antibiose. Und da habe ich Ihnen ja schon gesagt, dass ja erst dieser Durchfall beginnen kann nach 20 Tagen nach Ende der Antibiotika-Einnahme. Zum Beispiel bei dem Antibiotikum Clindamycin. Und das ist meistens dann nicht mehr in der Gegenwart des Patienten, erkennt überhaupt nicht den Zusammenhang zwischen der vorliegenden Problematik und der vor 20 Tagen abgelaufenen Antibiose. Das muss man auch berücksichtigen, also immer fragen, wenn jemand kommt mit Durchfallerkrankungen, ob er vorher Antibiotikatherapie hatte. Denn, ich habe es schon erwähnt, die Komplikationen sind sehr vielschichtig, die man durch eine Antibiose und eine Folge von Dysbiose bekommen kann. Nämlich eben, dass sich die Darmwand, die ja nur einschichtig ist, die Darmzellen sich nicht mehr schließen. Es entstehen kleine Gaps
sagt man, also kleine Löcher, man nennt es auch Leaky Gut-Syndrom, durch Entzündungserscheinungen oder eben auch durch Abbau der Tight Junction-Proteine. So genau weiß man das heute noch nicht, aber zumindest gibt es hier Entzündungserscheinungen. Dadurch kommen natürlich Nahrungsfragmente ins Blut. Der Körper erkennt es als Antigene, bildet dagegen Antikörper. Es entstehen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, von denen ich ja selber aus meiner eigenen Erfahrung schon berichtet habe, die eben sehr heftig sein können. Und natürlich ist ein sag jetzt mal, löchriger Darm auch nicht mehr resorbierfähig genug wie ein gesunder Darm. Das heißt, wir haben hier dann auch irgendwann eine Fehlernährung. Es können Vitamine nicht mehr aufgenommen werden, Mineralien nicht mehr aufgenommen werden oder auch Makronährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden. Wenn wir Entzündungen haben im Darm, kommen dann diese typischen Morbus Crohn oder eben hämorrhagische Colitis, Colitis ulcerosa, aber auch das Reizdarmsyndrom zum Vorschein oder entwickelt sich. Aber auch die Leber natürlich, weil sie mit ständigen Toxinen nicht mehr zurechtkommt und die Nieren, weil sie diese ja auch ausscheiden muss, die werden immer mehr geschädigt durch diese vielen anfallenden Toxine aufgrund von Entzündungen. Dann haben wir auch einen schleichenden Kräfteverfall. Die Menschen werden wirklich auch immer müder und immer weniger Ambition, überhaupt noch was zu machen. Das kann bis zu einer Depression führen, weil, wie ich gesagt habe, das Mikrobiom mit dem Hirn kommuniziert und entsprechend eben Stoffwechselprodukte der einzelnen Bakterien auch im Gehirn dann Symptome auslösen können. Hier habe ich eben mal eine kurze Studie noch mal zeigen wollen, die dahin überprüft hat, wie sich häufige Antibiotikatherapien eben auf die Regenerationsfähigkeit des Mikrobioms auswirken. Und ich habe es hier übersetzt, eine wiederholte Antibiose kann eben ein Shift des Darmmikrobioms in ein anderes ermöglichen, dessen Auswirkungen auf die Gesundheit noch unbekannt sind. Das weiß man heute eben zwar schon vieles, aber man weiß nicht, wie weit sich ein neues, ich sage jetzt mal durch Antibiotikatherapie entwickeltes Mikrobiom dann auf den gesamten Organismus auswirkt. Also was war früher da Henne oder Ei, das weiß man im Moment nicht. Wichtig ist aber hier der Punkt, häufige Antibiotikatherapie ändert das Darmmikrobiom zu einer anderen Zusammensetzung. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, wie können wir hier prophylaktisch vorgehen? Und da kommen wir schon zum Thema Probiotika. Probiotika sind ja immens wichtig. Das sind ja nichts anderes als Bakterien, die wir hier geben, ja, weil diese Bakterien bei einer normalen Darmflora normalerweise die Mucosa schön aufrechterhalten. Und wenn wir jetzt in eine Antibiotikatherapie draufsetzen und den besagten Kollateralschaden haben und keine Probiotika einnehmen, ja, dann kommt es eben zu diesen ganzen Folgeerscheinungen, die wir ja vorhin schon durchgesprochen haben. Während wenn ich hier gleich im Vorfeld hochdosiert richtige Bakterienstämme zuführe, und zwar wirklich, sobald ich beginne mit der Antibiotikatherapie, im zweistündigen Abstand auch Probiotika zu mir nehme, dann werde ich diese Problematik der Überwucherung durch pathogene Bakterien nicht haben oder zumindest mal sehr viel weniger haben. Das bedeutet, es gibt eine klare Empfehlung aufgrund evidenzbasierter Studienlage, Probiotika als wirklich effektive Routinetherapie während einer Antibiose einzusetzen und entsprechend auch hochdosiert, komme ich gleich noch drauf, hochdosiert heißt mindestens 10 Milliarden pro Kapsel pro Tag an Bakterienstämmen, beziehungsweise nicht an Bakterienstämmen, sondern an Bakterien und hier nochmal mindestens 5 bis 10 der wichtigsten Bakterienstämme, die damit abgebildet sein sollten in solchen Kapseln, dann kann man hier tatsächlich eine Reduktion von diesen starken antibiotika-assoziierten Durchfällen finden, nämlich um die Hälfte oder sogar noch mehr. Und wir haben hier keine dauerhafte Anheftung
und auch kein Wachstum von diesen pathogenen Bakterien, wie ich Ihnen vorhin zeigte, wenn man eben gleichzeitig Probiotika gibt. Was sind also sinnvolle probiotische Konzentrationen bei einer antibiotika-assoziierten Diarrhoe? Oder dass man es als Prophylaxis schon mal gibt. Hier steht nicht unter 5 Milliarden pro Tagesdosis, also besser ist 10 Milliarden probiotische Keime pro Tagesdosis. Hier bitte aufpassen, wenn Sie eine akute oder eine chronische Pankreatitis haben, dann sollten Sie sich mit dem Arzt in Rücksprache halten. Da kann man nämlich das auch noch verschlimmern. Da sollte man tatsächlich aufpassen, was man zu sich nimmt. Ich mache mal kurz das Licht an. Ich hoffe, Sie sehen mich immer noch. Ich sehe mich nämlich leider heute nicht. Dann ist es sinnvoll, dass man schaut, dass die verkapselt sind, diese Kapseln. Das heißt, dass sie geschützt sind gegen die Säure des Magens. Ja? Dass man auch direkt dort vor Ort dann am Dünndarm und Dickdarm, wo man sie eben braucht, noch genügend Bakterien vor Ort hat. Und hier der Hinweis, das steht normalerweise auf der Packung, ja, koloniebildenden Einheiten von Bakterien. Das ist damit eigentlich gemeint. Das heißt, folgende Empfehlung wird gegeben, also das wird auch von der WHO mittlerweile empfohlen, weil man ja die WHO kritisch zu betrachten hat, aber in dem Zusammenhang sinnvoll. Man sollte wirklich zeitgleich mit der Probiotika-Gabe beginnen, mit mindestens 2 bis 3 Stunden Abstand. Nachdem man ein Antibiotikum gegeben hat, gibt man dann das Probiotikum. Und wenn man dann mit der Antibiose rum oder durch ist, sollte man anschließend auch den Darm sanieren. Da gebe ich Ihnen gleich noch ein paar Hinweise dazu. Einfach um eine bessere und schnellere Regeneration der gestörten Mikrobiota durchführen zu können. Wenn wir also akut antibiotika-assoziierte Diarrhoe vor Ort schon behandeln wollen, beziehungsweise auch während wir gerade die Antibiotikatherapie durchführen, sollten wir grundsätzlich eine Antibiotikagabe geben, eine Probiotikagabe geben. Und hier kann ich tatsächlich das Kolon-Immun empfehlen, weil hier haben wir pro Kapsel 5 Milliarden. Das heißt, Sie können hier morgens und mittags eine Kapsel nehmen und sind dann bei 10 Milliarden koloniebildenden Einheiten. Hier haben wir 10 verschiedene Bakterienstämme, eigentlich die wichtigsten Stammbakterienstämme, die wir brauchen. Wir haben hier auch gleichzeitig das Präbiotikum, nämlich das Futter für diese Bakterien mit drin, die Oligofructose und das Inulin. Und dieses ist auch sehr gut für Kinder geeignet. Bitte immer noch darauf Rücksicht nehmen, dass Sie sich vorher, wenn Sie tatsächlich eine akute Diarrhoe haben, nach einer Antibiose oder auch während der Antibiose, dass Sie sich nochmal mit Ihrem Arzt in Verbindung setzen. Wenn wir jetzt die Antibiose abgeschlossen haben, habe ich ja gesagt, sollte man danach nochmal eine Regenerierung des Darmes machen, sprich der Darmmikrobiota. Und das kann man sehr gut mit dem Kohlengold, weil hier haben wir weniger hochdosierte Kapseln, das heißt, hier eine Milliarde koloniebildende Einheiten pro Kapsel. Und wir haben hier wieder unsere 10 Bakterienstämme. Wir haben hier neben den Ballaststoffen, die ich vorhin schon erwähnte, auch noch Aminosäuren, die wichtig sind. Und wir haben Enzyme und Algen drin, die einfach auch ein gutes Futter sind, die aber auch also Futter für die guten Bakterien sind, die aber auch entgiftungsfördernd sind und natürlich die auch die Verdauung anregen und damit den Darm ein bisschen entlasten, wenn wir zusätzlich noch Enzyme dazufügen. Das kann man eben, je nachdem, wie stark die Antibiose war, wie lange sie war, wie häufig sie war, aber auch eben, wie stark unsere Diarrhoe im Anschluss oder während der Antibiose war, über Jahre sogar nehmen, ja, oder auch immer wieder mal als Kur, 30-Tage-Kur zum Beispiel, machen. Ich habe gesagt, es ist wichtig, den Darm zu regenerieren. Wenn der Darm nämlich entzündet ist, was wir hier sehen, dann haben wir hier eben nicht mehr diese schließenden sogenannten Tight-Junctions-Proteine. Die sind hier einfach verschwunden, beziehungsweise fügen sich hier nicht mehr zusammen. Und wir haben hier den Einstrom von Toxinen, von Nahrungs
Partikel ins Blut, die dann eben, wie ich vorhin erwähnte, zu bestimmten Nahrungsunverträglichkeiten führen können, zu immunologischen Erscheinungen führen können. Und damit wir eben hier diese wunderbare Mucosa, diese Mukusschicht, die wir brauchen, damit die guten Darmbakterien sich da anhaften können, wiederbekommen, brauchen wir erstmal, wenn wir so einen kranken Darm haben oder so einen, naja, einen Mittelstadium sich befindenden Darm haben, das kann man alles über Stuhlproben nachweisen und über Kalprotektin oder Zonulinwerte die Entzündungsmarker überprüfen. Aber wenn wir das mal tatsächlich diagnostiziert haben, dass wir ein Leaky Gut haben oder hier in dem Bereich sind, dann müssen wir zunächst mal die Darmwand aufbauen. Wir brauchen dazu eben verschiedenste Aminosäuren, insbesondere das Glutamin, das immer in Kombination mit B-Vitaminen am besten wirklich verstoffwechselt werden kann. Wir brauchen Mineralien wie Magnesium, Zink, Selen. Wir brauchen aber auch für die darmassoziierte Immunsystemsfunktion alle Arten von Vitamine, die ich hier nochmal zusammengestellt habe. Und wir brauchen einfach eine Darmhaut, Darmschleimhaut, die wieder in der Lage ist, gute Darmbakterien Boden zu geben und die Mucinschicht aufzubauen. Was können wir also tun? Wir haben das Eglutamin und die Darmzotten, den Aufbau des Darmes, der Basalmembran des Darmes zu fördern. Das ist schon hier wunderbar mit B6 verbunden. Ich habe das übrigens selber mal als Kur genommen. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Hat mir relativ schnell geholfen. Eigentlich schon nach einer Woche habe ich das gemerkt. Wir können aber natürlich auch, wenn der Darm schon mal geschwächt ist, was die Immunkompetenz anbelangt, zusätzlich auch natürliche Antibiotika geben, zum Beispiel in Form von diesem wunderbaren Komplex, insbesondere durch Grapefruitkernextrakt oder auch durch bestimmte Kräuter, die wir hier im Parkkomplex 3 finden oder auch hier im Phytokomplex. Wenn wir auf den Grapefruitkernextrakt zurückkommen, dann ist es wirklich ein fantastisches pflanzliches Antibiotikum, aber nicht nur das, es ist auch ein Antibiostatikum, wenn man so will. Es wirkt aber auch gegen alle Arten von Parasiten. Es wirkt auf jeden Fall entzündungshemmend und es wirkt auch entgiften. Und wir wissen heute, dass es effektiv gegenüber 800 verschiedenen Bakterien, Pilzen und Viren tatsächlich nutzt und wir eben aufgrund des sehr, sehr hohen sekundären Pflanzenstoffengehaltes hier auch für ganz, ganz viele Arten von, sag jetzt mal, pathogenen Keimen ein natürliches Extrakt haben, welches wir wirklich prophylaktisch, aber auch in der Akutphase einsetzen können. Schwangere sollten sich bitte vorab mit dem Arzt besprechen und genauso gut auch mit Patienten, die Medikamente einnehmen, weil Grapefruitkern enthält eben einen bestimmten Stoff, Sphingerin, welches eben auch Wechselwirkungen mit den Medikamenten haben kann und sie entweder verstärken oder abschwächen kann. Aber ein tolles Nahrungsmittel, muss man sagen, ja, welches vielerorts eingesetzt werden kann. Und dazu haben wir eben auch die bioaktiven Inhaltsstoffe von Pflanzen, Obst, Gemüse und Kräuter, die wir hier alchemistisch aufgeschlossen in dem Parkkomplex täglich zu uns nehmen können. Da hängt es immer davon ab, wie stark sind Ihre Beschwerden. Das müssten Sie eben vor Ort dann mit Ihrem Therapeuten absprechen, beziehungsweise Sie selber müssten es mit dem anamnestischen Hintergrund des Patienten dann für, sagen wir mal, einen Monat oder auch länger einnehmen. Das ist zusätzlich auch wirksam gegen Parasiten. Und es ist entzündungshemmend, genauso wie die Wirkungskraft aufs Immunsystem sehr positiv ist. Und wir haben hier außerdem auch noch die traditionellen Kräuterformel, ja, von Indien über Peru haben wir die verschiedenen Kräfte der Natur sozusagen hier in einem Phytokomplex zusammen, den Sie auch zusätzlich geben können. Und natürlich muss man immer auch schauen, wie gut ist die Verdauung, weil eben wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann funktioniert die Verdauung, also sprich, wenn die Bakterien, die machen ja auch die Verdauung, nicht da vor Ort sind, die wir eigentlich brauchen zum Abverdauen, dann brauchen wir Unterstützung. Und die können wir zum Beispiel geben durch das Ananasprotein, Papain
beziehungsweise Bromelain, Entschuldigung, das Papain aus der Papaya. Und da ist es ganz interessant, je nachdem, wie Sie es einnehmen, wirkt es eben auf die Verdauung. Das heißt, wenn Sie es zwischen den Mahlzeiten einnehmen, ist es eher entzündungshemmend. Und während Sie es vor der Mahlzeit einnehmen oder auch zu der Mahlzeit einnehmen, ist es wirklich als Enzym und wirkt als Enzym verdauend. Das heißt, es unterstützt die Verdauung des Darmes. Also, konkret gesagt, wenn Sie viel Entzündung haben im Körper, können Sie das verwenden hier als entzündungshemmendes Produkt, wenn Sie es zwischen den Mahlzeiten einnehmen. Wenn Sie es zur Mahlzeit oder kurz vor der Mahlzeit einnehmen, dann ist es wie ein Enzym. Und es ist ja ein Enzym und hilft sehr gut bei der Verdauung, unterstützt damit den Magen und den Darm. Dann haben wir andere entzündungshemmende Stoffe, wie zum Beispiel EPA, dem Omega-3-Quorte und das DHA, genauso wie Kurkumin aus der Kurkuma, aber auch verschiedene Antioxidantien, die mal wichtig sind, wie zum Beispiel Vitamin C-Komplex könnten Sie dazu nehmen, aber auch B-Vitamine haben wir gesehen, dass sie wichtig sind bei einem entzündeten Darm, um den Darmschleimhaut und die Darmzotten auch wieder aufzubauen. Genauso wie Methylsulfonyl, Methionin, welches auch sehr entzündungshemmend, ähnlich wie der Weihrauch, wirkt. Dann ist es wichtig, dass wir schauen, dass wir, wenn wir dann die gesunden Darmbakterien wieder zu uns genommen haben, einerseits in Form von eben Probiotika, die wir zu uns nehmen, wie ich Ihnen vorhin gezeigt habe, diese aber auch zu unterstützen, dass sie genügend Futter haben, um sich zu vermehren. Es hilft nämlich nichts, Bakterien nur zu geben, sondern müssen sie immer auch mit dem Futter versorgen, weil sonst verschwinden auch diese Bakterien wieder, wenn sie nichts zu futtern haben. Ist ja eigentlich logisch. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir unsere Ernährung entsprechend überprüfen. Haben wir genügend Ballaststoffe in unserer Ernährung? Wenn nicht, geben wir zusätzliche Ballaststoffe. Das kann man zum Beispiel über Baobab-Pulver geben oder man kann einfach Leinsamen frisch geschrotet zu sich nehmen und einweichen lassen und dann löffelweise essen oder auch Flohsamenschalen. Man kann sich selber resistente Stärke herstellen. Vom Typ 3, das ist dann, das gibt vier verschiedene Tipps, zum Beispiel wenn man Kartoffeln oder Reis oder Nudeln, also ich rede hier von Linsennudeln oder Erbsennudeln, jetzt nicht von glutenhaltigen Nudeln, weil die fördern eher noch Entzündungen. Also wenn man hier stärkerhaltige Nahrungsmittel abkühlt, nachdem man sie erhitzt und aufgekocht hat, dann entsteht einen großen Teil auch resistente Stärke. Die kann nicht aufgenommen werden vom Dünndarm, die wird dann im Dickdarm weitergelagert und dort ernährt sie dann die wichtigen Dickdarmbakterien. Und es ist sehr förderlich, zum Beispiel ab und zu mal einen Kartoffelsalat zu machen, einen kalten. Ja, da haben Sie einfach schon bestes Futter für Ihre Mikrobiom. Natürlich können Sie auch Zitruspektin kaufen oder zu sich nehmen in Form von Äpfeln. Ja, da finden Sie natürlich auch oder in Form von Amylopektin. Oder eben auch zum Beispiel, wenn Sie Flavonole der schwarzen Schokolade, der 100%igen Schokolade zu sich nehmen oder Schwarztee. Oder Grüntee zu sich nehmen. All das sind wichtige Stoffe, die unser Mikrobiom liebt als Futter. Regelrechtes Futter. Ja? Das sind unsere sekundären Pflanzenstoffe aus der Gruppe der Polyphenole. Und da haben wir auch hier wunderbare Präparate, zum Beispiel das UPC. Das auch, als Komplex können Sie das zu sich nehmen. Oder auch Cranberry, welches auch hier viel Antioxidantien beinhaltet, die natürlich auch sehr wichtig sind, um Entzündungen gegenzuwirken. Die Nahrung entsprechend nochmal überprüfen, weil man kann hier auch sehr viel Gesundes zu sich nehmen, um als Futter die gesunden Bakterien zu vermehren. Das ist einmal unser Sonnengewächs, das Topinambur. Jetzt hat viel Inulin in der Schale drin. Das kann man roh essen. Schmeckt wunderbar, finde ich. Gibt jetzt auch wieder im Herbst wunderbar auf dem Markt. Oder alles, was zum Thema Bitterstoffe anbelangt, das unterstützt nämlich auch nicht nur die Verdauung, sondern es lieben auch unsere Darmbakterien. Und Produkte oder Nahrungsmittel, die Acelin beinhalten, die zum Beispiel auch antibakteriell wirken und entsprechend dann die schlechten Bakterien auch vertreiben und die gesunden fördern. Dann ist es wichtig, dass wir viel
gesunde Flüssigkeitszufuhr. Also gesund heißt für mich wirklich fixiertes, gesundes Wasser. Am besten Quellwasser zu uns nehmen, weil wir natürlich nach einer Antibiotikatherapie sehr viel Müll abzutransportieren haben. Also Antibiotika machen ja Bakterien kaputt. Also das heißt, wir haben hier sehr viel Abfallprodukte und wir müssen die dringend aus den extrazellulären Matrix herausbekommen und ausspülen aus den Nieren. Und deswegen müssen wir viel trinken. Dazu auch uns ausreichend bewegen. Das hilft auch dem Lymphfluss und entsprechend auch der Entgiftung. Wir müssen aber auch schauen, dass alles, was unser Mikrobiom, welches jetzt gestört war durch die Antibiose, geschützt wird. Und wir wissen, dass Stress, und Stress kann alles bedeuten, das kann auch ein Ehestreit sein, das kann aber auch genauso Schlafmangel bedeuten, ist auch Stress für den Körper. All das ist auch Stress für unser Mikrobiom. Die Bakterien leiden unter Stress. Also ob sie jetzt Alkohol trinken oder sich häufig streiten, ist egal, es ist Stress. Den müssen sie versuchen zu reduzieren, damit wir schnellstmöglich wieder ein gesundes Mikrobiom aufbauen können. Und zum Stress gehört alles, was zum Thema 5G, 4G, 3G, also sprich WLAN, Bluetooth etc. pp. Aber auch das Blaulicht aus den LED-Lampen oder aus den Bildschirmen und so weiter. Auch das wissen wir heute, schädigt unser Mikrobiom indirekt. Und deswegen sollte man auch hier alles dafür tun, dass das Mikrobiom sich gut fühlt. Das heißt, wenn wir zusammenfassen wollen, die Message ist eigentlich die, Antibiotika vernichten nicht nur die schlechten, sondern auch die guten Bakterien. Antibios gegen das Leben. Das muss man sich einfach merken. Und es ist wirklich egal, ob wir jetzt nur ein Antibiotikum oder ein Breitbandantibiotikum nehmen. Antibiotikum ist ein Antibiotikum und Sie haben es vorhin gesehen. Jede Antibiotikagabe kann die Diversität um 10% verringern. Das heißt, die auftretenden Begleiterkrankungen, wie eine antibiotika-assoziierte Diarrhoe, sollte immer behandelt werden. Das heißt, wir sollten erstens diese behandeln, plus wir sollten prophylaktisch vorgehen durch die Gabe von Probiotika. Und man sollte sie eigentlich immer zusammen mit der Antibiotikatherapie beginnen. Mindestens 2 bis 3 Stunden Abstand zwischen der Antibiotikagabe und der Probiotikagabe ist wichtig und wir können hier gegen vorbeugen, dass eben solche Diarrhoes und anschließenden Folgeerkrankungen nicht auftreten. Das Ganze aber auch mit einer Mikro- und Makronährstoffversorgung, also sprich die Spurenelemente, die Mineralien, wie wir gesehen haben, sind sie wichtig für die Darmwand, die Darmzotten, aber auch die Makronährstoffversorgung, also sprich wichtige Proteine, wie zum Beispiel das Eglutamin zu geben, die sind sinnvoll, um eben eine dauerhafte Stärkung des Darms und des Mikrobioms zu ermöglichen und alle Folgeerkrankungen eigentlich im Vorfeld schon mal ausschließen zu können. So, ich hoffe, ich habe jetzt alles Wichtige erwähnt. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann dürfen Sie die gerne jetzt mal in den Chat stellen. Ich schaue mal, ob ich da was finde. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass Sie bis jetzt zugehört haben. Ja, und ich freue mich auf Ihre Fragen jetzt, wenn Sie mögen. Ja, also ich glaube, offensichtlich ist alles verstanden worden. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen, dass Sie, jetzt kommt doch noch eine Frage, Moment. Ah, ich wollte mich bedanken. Ja, herzlichen Dank, Frau Hausegger, freut mich. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Ansonsten können Sie gerne noch Fragen mir schreiben in E-Mail. Das habe ich Ihnen, glaube ich, noch gar nicht gezeigt. Sie können hier, Moment. Tatsächlich mein Laptop ein bisschen arm dran. So, Sie können mir sonst hier natürlich auch noch gerne mal schreiben, wenn Sie eine Frage haben. Jetzt haben wir noch mal eine Frage.
wenn man abnehmen möchte, welche Darmbakterien zuführen. Wenn man abnehmen möchte, sollte man tatsächlich erstmal schauen, dass man eine Stuhlprobe macht. Also wenn man stark übergewichtig zum Beispiel ist, ist es meistens ein Hinweis auf eine Dysbiose im Darm, also eine Verschiebung zu den Dickmacherbakterien. Das müssen Sie bitte vorher erstmal überprüfen. Vielleicht auch überprüfen, ob Sie Entzündungsmarker haben. Im Stuhl können Sie das überprüfen, beziehungsweise Sie erfragen das im Labor, was Sie da sonst noch machen könnten. Und dann wird man entsprechend der Zusammensetzung ihrer Mikrobiota im Darm Ihnen dann eine Empfehlung geben, welche Bakterien Sie nehmen sollten. Weil manchmal hängt es wirklich davon ab, dass Sie vielleicht ein paar Stämme zu wenig haben und andere zu viel. Aber das müssten Sie eben über den Stuhl nachprüfen lassen. Grundsätzlich könnten Sie mit dem Kohlimmun und dem Kohlengold auf jeden Fall nichts falsch machen. Das können Sie probieren, schauen, wie Sie sich danach fühlen und wie schnell Sie dadurch abnehmen können. Also wir wissen auf jeden Fall, es gibt Darmbakterien, die, egal ob Sie jetzt Ihre Ernährung umgeändert haben oder nicht, tatsächlich Fettabbau helfen. Ja? Dazu möchte ich Sie gerne auf mein Webinar verweisen, das heißt Übergewicht und Mikrobiom, glaube ich. Da könnten Sie nochmal direkt die einzelnen Bakterien anschauen. Ansonsten, Immungold können Sie beginnen und Sie können auch entsprechend Milchsäurebakterien zu sich nehmen, in Form von Brotstrunk, Kimchi, Kefir, alles bitte roh, also nicht erhitzt. Da haben wir schon mal was Gutes an Butyratbildnern, die sehr, sehr wichtig sind zum Abnehmen. So, dann haben wir noch eine Frage hier. Das war auch ein Dankeschön. Gut, ich hoffe, ich habe Ihnen die Frage beantworten können. Dann wird meine liebe Kollegin Frau Köchel jetzt eine Umfrage starten, die wir Sie bitten auszufüllen, damit wir wissen, wie es Ihnen gefallen hat. Ganz lieben Dank, Ihnen noch einen schönen Abend.